herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pfötchen sucht Händchen. Heute sind wir wieder im Tierheim in Mainz. Ich stehe hier vom Kleintierhaus und werde Ihnen als erstes das Kaninchen Janosch vorstellen. Das ist Janosch. Er ist 1,5 Jahre alt und kam ins Tierheim, weil er von den Besitzern als sehr aggressiv wahrgenommen wurde. Im Tierheim wurde festgestellt, dass er von Geburt an blind ist, wodurch sich auch sein Verhalten erklärt. Daraufhin wurde ein Spendenaufruf gestartet, um Geld für die OP zu sammeln. Inzwischen hat Janosch seine volle Sehkraft wieder. Er ist kastriert, entwurmt und geimpft und sucht nun ein liebevolles Zuhause. Hier seht ihr Fergie, das schwarze Kaninchen, mit ihren Söhnen Florian, Freddy und Ferdinand. Fergie ist 10 Monate alt, sie wurde ehemalig in einer Zuhandlung gekauft und kam aufgrund einer Tierallergie der Besitzerin ins Tierheim. Hier gebar sie ihre 4 Söhne, wovon einer schon erfolgreich vermittelt wurde, sprich sie war schon beim Kauf in der Zuhandlung unbemerkt schwanger. Fergie ist jetzt schon zum 2. Mal im Tierheim, weil sie sich bei den zwischenzeitlichen Besitzern nicht mit dem männlichen Kaninchen verstand. Jetzt sucht sie erneut ein nettes neues Zuhause. Unsere nächste Station ist das Katzenhaus. Hallo, ich bin die Denise, ich bin hier Auszubildende im Mainzer Tierheim und ich stelle euch jetzt mal zwei Katzen vor. Wir sind hier gerade im quasi Nierenzimmer, wie wir es nennen. Hier sind gerade die ganzen Katzen drin, die eine Niereninsuffizienz haben und ich zeige euch die jetzt mal, wenn ihr wollt. Das hier ist die Lara. Sie ist 6 Jahre alt. Wie gesagt, hat eine Niereninsuffizienz, aber das ist gar nicht so schlimm. Die kriegt halt einmal am Tag eine Tablette und dann im Leckerli fressen die das auch. Das ist gar kein Thema. Und sie kam halt hierher, weil sie angeblich den Besitzer angegriffen hätte, aber die hat einfach nur Angst. Die braucht halt jemanden, zu dem sie Vertrauen fasst. Und dann ist die auch ganz lieb. Sie ist ein bisschen eifersüchtig auf andere Menschen, deswegen vielleicht nur eine Person. Aber ansonsten ist sie eine ganz süße, verschmuste Maus. Dann haben wir hier drüben. Zeigst du dich mal, Schatz? Schatzi, sieht man ihn? Bestimmt, oder? Ja. Oh. Das ist der Pietje. Der ist 8 Jahre alt. Er hat quasi eine ähnliche Vorgeschichte, ist halt ein sehr, sehr scheuer Kater, mag Männer halt nicht, ist eher eine Frauenkatze. Aber wenn er Vertrauen hat, dann ist er auch total verschmust. Gerade sieht man es leider nicht, weil er etwas misstrauisch ist. Aber er ist total verschmust und ganz lieb und braucht einfach nur jemanden, der sich mit ihm beschäftigt und ihm Zuneigung schenkt. Wenn sich einer dieser Vierbeiner in ihr Herz geschlichen hat, dann kommt sie doch einfach mal hier im Tierheim in Mainz vorbei. Das war's von mir. Bis zur nächsten Folge von Pfötchen sucht Händchen. Pulling Dime. Pulling Dime.